Okay. Ist eh nur ein Buch, das kann weg. Was haben wir hier noch? Bücher. Ach, guck mal da. Geht das auch auf? Nee. So. Aber was muss ich denn hier machen? Mal ganz ernst. Was brauchen wir denn? Oh Gott. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Chemische Ingredienzen sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Aha, das heißt, ich brauche wahrscheinlich einen Schlüssel. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von 4 Chemikalien eine starke Säure ergibt und finde den Schlüssel zum Weinkeller. Ja, den Schlüssel suche ich eigentlich noch. Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Ach, guck mal da. Wette, ich habe hier was übersehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier was übersehen habe. Hm, doch nicht. Ich will irgendein Buch. Doch nicht. Schade. Die wollen mir kein Buch mehr geben. Dabei gehe ich doch so sorgfältig mit Büchern um. Hä? Muss einen neuen Weg hier rausfinden. Hä? Nee. Bah, Bücher. Ah, wo denn? Ach, warte mal. Nee, deine Erfahrung nicht, ne? Nee. Wie geht's uns denn? Ja, es geht eigentlich wieder standardmäßig. Ach, was ist das denn? Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Oh. Jetzt bin ich gerade leicht erschrocken, weil es jetzt kaputt gegangen ist. Oh, nicht schon wieder ein Flashback. You have to be swift. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ja, das stimmt. Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Ich mache hier erstmal die Kerzen an. Was ist das denn? Okay. Ah, das ist das Geräusch, das ich auch gerade, das wir gerade auch hier gehört haben. Ah, das ist noch eins. Da auch. Tülü. Immer noch leichte Kopfschmerzen. Es ist abgeschlossen. Kann man das Glas kaputt machen? Ha! Das lese ich jetzt ganz bestimmt nicht. Komm, wir sind mal human. Wo ist die Kiste hin? Na egal. Altstadt und Schloss Brennenburg, 1801. Ich lese es aber nicht vor. Ihr könnt einfach Pause drücken. Ich überflieg das. Du hast das viel. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich das nicht vorlese. Aber ich meine, lesen kann man ja noch selber. Ey, wie viel ist das denn? Ja, so langsam würde ich mal sagen, wird es reichen. Aha.
Also nur rein informativ war das alles. Was haben wir hier? Nix. Da ist ein Schlüssel. Ach, Papier. Oh, ist das viel? Weg. So, haben wir hier noch was? Nö. Hier ist noch was. Oh, Bücher. Ich hab Tinte. Nee, das will ich natürlich nicht anmachen. Weinkellerschlüssel. Was war das? Irgendwie hab. Der hat eben irgendwas von einem Schatten gelabert. Warum ist die Tür jetzt auf? Ja, die Sicht verschwimmt, weil wir gerade im Dunkeln sind. Okay. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss hier raus. Irgendwie sagt mir was, dass hier gleich was kommt. Okay. Das hört sich nicht gut an. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Will hier raus. Gut. Holla, was war das denn jetzt? War das der Schatten? So langsam beginnt doch echt übelst das Gruseln. Wow. What the fuck? Was war denn das? Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt einen Weinkellerschlüssel. Wir sagen, gehen wir in den Weinkeller. Der Weinkeller war unten. Aber ich würde sagen, wie wir in den Weinkeller gehen. Ich mache jetzt mal Ende. Das war jetzt doch schon ziemlich viel Gegrusel. Nein, war ein Witz. Doch schon. So an sich ist das Spiel richtig geil, aber immer jetzt mal Ende, es wird hier wieder gleich laut bei mir. Oh. Mir ist auch. Ah. Musste gerade aufstoßen, tut mir leid. Meine Schwester kommt vom Arbeiten nach Hause und ich habe jetzt keinen Bock hier auf Lärm, deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Und bis zum nächsten Gruseln. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Bis dahin, tschüss.